Moinsen, Leute. Boah, sehe ich noch scheiße aus. Das müssen wir jetzt fixen. Ich begrüße dich zu diesem Vlog. Ich habe einiges vor, denn vor ein paar Tagen hatte ich Geburtstag und jetzt darf ich nachfeiern und das heißt für mich backen. Da wird erstmal hier schön aufgetaut. Eine Meistertorte Bienenmandelstichgedöns. Das ist noch hier gut geschlagen. Die taut erstmal vor sich auf. Da ist schon ein Teil der ganzen Rezeptgeschichte. Das darf ich jetzt hier auch nochmal raussuchen. Ich werde einmal einen Käsekuchen backen und einmal einen Kirschkuchen. Dann mache ich den Boden zuerst. Das Ganze wird dual aufgenommen. Wenn wir das Backen fertig haben, geht es hier weiter, dass ich da einmal den Tisch abputze und dann dekoriere. Mich dekoriere, weil ich jetzt noch gerade so Assi-Klamotten anhabe, aber ich habe keinen Bock. Backen und Kochen und was weiß ich bin, dass ich denn aussehe wie, keine Ahnung, gelecktes Prinzesschen. Alter, englisches Rezept gefunden. Anscheinend habe ich es doch nicht gespeichert, warum auch immer. Ja. Jetzt geht es los. Der muss nämlich auch eine Stunde kalt gestellt werden. Deswegen beginne ich mit dem Mürbeteig als erstes. Das macht dann noch am meisten Sinn. Während der fertig im Kühlschrank dann hockt, geht es weiter mit dem Käsekuchen. Rezept, hau mal raus. Die Butter etwas weich werden lassen, dann mit Mehl, Zucker, Vanillezucker, Küchenmaschine. Küchenmaschine habe ich auch. So, im Prinzip alles, was ich für einen Teig brauche, klatsche ich direkt rein. Das ist kein Problem. Dann nehmen wir erstmal eine extra Schüssel. Diese werde ich so 150 Gramm Butter geben, um sie dann ganz geschickt schmelzen zu lassen in der Mikrowelle. Wow, geil. Margarine kann schimmeln. Krasser Scheiß. Tot. Mit der Margarine soll man sich ja wohl nicht so anstellen hier. Gramm pures Fett. Ich habe heute Cheat Day, das heißt, es ist nicht so schlimm. Das Problem ist nur, wenn es Überbleibsel gibt. 200 Gramm Mehl. Ein Ei. Eine halbe Packung Bonbon-Vanille. Ich glaube nicht, dass ich das bieten kann. Na, da. Etwas Vanillezucker. Schauen wir mal kurz auf die Butter. Ja, das sieht gut aus. Das ist warm. Das darf jetzt hier mal ein bisschen schmelzen, karamellisieren. Ich glaube, den knete ich jetzt noch einmal eben zu einer Masse zusammen. Und dann kann er schon in den Kühlschrank. Mein Pinsel, weil ich habe Zeber nicht mehr im Haus. Schon sehr lange. Die springt vom fette Ich und werde diese dann ganz klassisch auskleiden. Mit Paniermehl und dann eigentlich kann ich den Backofen schon mal anschmeißen und vorheizen, weil das geht ganz schnell. Du musst halt nur Eier, Zucker, Butter und dann halt liebevoll Vanillezucker und die Hauptzutat Quark miteinander vermengen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich backe recht gerne. Alles aufräumen ist scheiße. Shake it, shake it, shake it, all the right angel.
geputzt. Dann war es aufgeräumt. Ich hatte es wieder sauber. Kuchen reingestellt. Kühlt gerade ab, das Schätzchen. Ja, hast keine Sorge, nicht verbrannt. Das ist alles gut. Da habe ich schon Kirschen abgetropft und den Saft bereitgestellt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit dem Tisch weitermachen. Um dann letzten Endes die Tat weiterzumachen, beziehungsweise den Tatboden. Und die mir bei Instagram folgen, haben es ja schon gesehen, was ich alles Geiles von Scheiß eingekauft habe. Das werde ich jetzt hier auch nochmal demonstrieren. Ich bin ja ein kleiner Grufti. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber für mich ist ja sowieso jeden Tag Halloween und mein Geburtstag. Jo. Machen wir doch einfach mal ein bisschen Halloween-mäßig, habe ich mir gedacht. So soll die gute aussehen. Wir packen so nah aus. Wir hoffen. Ich habe sowieso viel zu wenig Tischdecken. Sieht aus wie so ein Fliegengitter. Stinkt auch extrem. Ich glaube, wir werden parallel einfach mal hier ein bisschen frische Luft reinbringen. Was ist da für ein Fehler? Oh mein Gott, da steht sogar Happy Halloween drauf. Erkennst du die Fledermaus? Ich nicht. Das Tutorial hat mir nicht geholfen, aber ich bin auch ein richtiger Grobmotoriker. Machen wir erstmal hier den Analphabetentreff und machen das nochmal, so wie ich das in diesem komischen Tutorial von der Tante gesehen habe. Alter, als würdest du mit einem Kleinkind reden und dann noch irgendwelche coolen Reime rausholen, leck mich am Mocker, muss es ja einfach ein fucking Dreieck. Dann machst du so einen Piratenhut oder Schiffchen, whatever, bis zur Hälfte war das. Drehst du das Ganze hier um. Nimmst du das und knickst das schräg, bis so diese Spitze übersteht. Perfekt. Wieder zurück, lässt einen Zentimeter ungefähr frei. Bitte. Zap. Asche machen wir hier. Zap. Zap. Auf dem Teller und dann keine Ahnung, was für Voodoo-Magie die betrieben hat. Ich versuche trotzdem mal irgendwelche Bogen reinzukneifen, aber irgendwie. Der Maus. Ich habe den Fledermäusen noch Augen aufgeklebt, in der Hoffnung, dass man das besser erkennt. Dann habe ich ein paar Glitzer-Lila-Sterne, Glitzer-Fledermäuse, Glitzer-Gold, normal, Vampire, Hexen draufgeklatscht. Das ist aber noch alles nicht gewesen. Da kommt noch viel, viel mehr. Eine Spinngirlande. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die hinhänge. Ob ich die Flur hänge? Digga, ups! Ich kann das nicht kaputt machen, oder? Oder? So, Sif hat sich auch hübsch gemacht, damit man Gesicht hat und Bauch, der weg muss und fit auch und so. Und das musst du natürlich immer zum Schluss. Geile Einhandpuschen. Tisch steht soweit, bin zufrieden. Das ist auch richtig cool. Ich habe Batterien gefunden. Welcome. Nice. Leider sieht man jetzt den kleinen Kürbis nicht, der leuchtet nämlich auch.
Da kommen noch gleich die ganzen Getränke hin. Da habe ich leider kein Kompressorgedöns gefunden. Schweinchen ist eigentlich ein Ballon. Aber da ich halt den nicht mit Luft aufgefüllt bekommen habe, weil im Foto wohl halt ein Kompressor und ich den auch nicht besitze, bleibt das Schweinchen. So, sonst hätte ich das Fett aufgeblasen und dann hätte es diese Krone hier bekommen. Die darf ich mir dann nachher aufsetzen. Yes. So, zurück auf den Tisch, du kleines dickes Ding. Da drüben mache ich dann einfach so diese kleine Kuchenstation. Selbst gebacken, selbst gekauft, selbst gebacken und ich glaube, der ist nichts geworden. Naja, war ein Experiment, irgendwie Tortenkuss verkackt, Boden ist zu hart geworden, ich glaube, der ist auch komplett durchgebrochen. Hatte ich nicht genug Kirschen, dann habe ich noch eben Himbeeren drauf geklatscht und ja, kannst knicken. Egal, also mindestens zwei essbare haben wir und der ist dann halt Krümmelkuchen. Hauptsache er schmeckt. Ich werde jetzt noch ein bisschen chillen, bis jetzt dann die Gäste erscheinen. Dann phrasen wir nice, dann geht später nochmal mit der Familie halt unterwegs, auswärts essen und dann bekomme ich zwischendurch nochmal ein neues Geschenk. Das wird ein altes Geschenk ablösen. Diesen Stuhl hier, der einfach nur abgefuckt ist bis zum geht nicht mehr. Also der ist mindestens 8 Jahre alt und den habe ich sehr gut kaputt gekriegt, wie man sieht. Ist scheißen unbequem. Ja. Da freue ich mich, der kommt weg und ich kriege was Neues. Ich denke, ich werde jetzt auch diesen Vlog ein bisschen schneiden. Konntet ihr an meinem Kuchen-Deko-Dings ein bisschen teilhaben? Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen im Restaurant filmen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen werde ich mich jetzt hier einfach schon mal verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß und away!